Mit Enem Ad bietet WestPress eine animierte Online-Stellenanzeige an. Was unterscheidet Enem Ad von einer herkömmlichen Anzeige? Die Enem Ad ist eine Stellenanzeige, die sich von der herkömmlichen Stellenanzeige im Online-Segment in ganz wesentlichen Merkmalen unterscheidet. Hauptsächlich in den Bereichen der Auffindbarkeit. Diese Anzeige kann wesentlich mehr Texte aufnehmen als jede normale Stellenanzeige, aber ohne den Bewerber zu überfrachten. Der Bewerber kann sich die Informationen, die er gerne sehen will, über das Unternehmen selber heraussuchen, über das Profil, über die Anforderungen. Und daher kann er wirklich mit der Anzeige interaktiv arbeiten. Ferner haben wir es ermöglicht, mehrere Bildwelten in dieser Anzeige zu integrieren und auf allen Jobbörsen online abrufbar zu machen, was dazu führt, dass sie einen wesentlichen Imagegewinn für das Unternehmen rüberbringen können. Daher ist das sowohl auf der Bewerberseite als auch auf der Unternehmensseite optimal, weil sie eine maximale Reichweite erreichen. Und auch somit eine maximale Anzahl an Bewerbern. Das ist so, glaube ich, sind die allerwichtigsten Punkte. Wie kreativ darf eine Online-Stellenanzeige sein, um nicht an Seriosität zu verlieren? Also da gibt es ein ganz einfaches und probates Mittel. Es geht eigentlich immer um den Bereich der Zielgruppe, die Sie erreichen wollen. Wenn Ihre Anzeige so kreativ ist, dass sie so auffällt, dass sie Ihre Zielgruppe maximal berührt, positiv berührt, dann haben Sie eine wirklich kreative und eine wirklich gute Anzeige. Wenn Sie alle Möglichkeiten ausschöpfen, die Ihnen der Malkasten gegeben hat und alle Schriften ausprobiert haben, werden Sie vielleicht die kreativste Anzeige haben, aber sie wird dann Wirkung verlieren. Daher ist die Form der Kreativität immer von dem Unternehmen abhängig und auch die Wahl der Bildwelten und somit müssen Sie das immer sehr individuell machen, auch pro Zielgruppe. Welche Rolle spielen Google und soziale Netzwerke für die Online-Stellensuche? Also Google spielt mittlerweile eine sehr große Rolle, allerdings nur als Lieferant, um Stellenanzeigen zu finden. Beispielsweise bei den großen Online-Jobbörsen, weil die alle auf Google optimiert sind, weil das damit unterstützt wird. Die sozialen Netzwerke hingegen sind sehr unterschiedlich zu betrachten. Die sozialen Netzwerke sind sehr, sehr wichtig zur Pflege und Darstellung des Unternehmens im Internet für die Bewerber, aber auch gleichzeitig, um das Unternehmen kennenzulernen. Es ist kein Image-Prospekt, sondern da stehen Sachen drin, wie das Unternehmen tatsächlich ist. Dafür ist es wichtig. Für die direkte Rekrutierung sind soziale Netzwerke nur teilweise oder bedingt zu verwenden. Wie wird sich das Recruiting in den kommenden Jahren verändern? Das Recruiting verändert sich eindeutig in die Richtung, dass der Media-Mix, den Sie wählen müssen, viel ausgewogener sein muss als bisher, dass Sie sich als Personaler in allen Medien ein Stück weit mit auskennen müssen und dass Sie eigentlich mit Profis zusammenarbeiten müssen, die den Medienmix so aufstellen, dass Sie optimal im Internet vertreten sind. Es geht darum, dass Sie nicht einen Kanal belegen als einzigen, also nicht nur eine Online-Jobbörse, nicht nur Print, nicht nur Social Media, sondern die Kanäle so miteinander verknüpfen, dass Sie den Bewerber immer gleich und sehr harmonisch, sympathisch ansprechen. Darum geht es eigentlich, damit Sie den Bewerber nicht auf dem Weg zum Bewerbungsprozess verlieren. Und das wird eine ganz große Herausforderung an die Zukunft sein.